Hallo Rembert. Was interessiert dich selbst am meisten an deiner Musik? Das Musizieren selbst, also im Proberaum oder auf der Bühne, so das unmittelbare Musikmachen zusammen mit anderen Leuten, das macht einfach Spaß. Du erwähnst Aber an gerade. meinen Liedern selbst, weiß ich nicht, die höre ich mir nicht selbst an. Die sollen sich andere anhören. Spielt die Band eine große Rolle auch beim Songwriting? Immer mehr, ja. Am Anfang, bei der ersten Platte war das nicht so, aber jetzt auf dem Weg zur zweiten haben wir viele Lieder zusammen entwickelt, was das Musikalische angeht. Also bei den Texten lasse ich mir nicht reinreden. Meinst du, dass Lieder die Welt verändern können? Nö, aber sie können einzelne Personen verändern. Die Leute, die es hören, die können inspiriert werden oder durch die Musik, durch ein Live-Konzert einen Arschtritt bekommen, um auf einmal sich politisch zu engagieren oder was weiß ich, oder irgendwie selbst Musik zu machen oder endlich die Frau anzurufen, die sie immer schon anrufen wollten. Aber die Welt, die kann man nicht verändern durch einen Song. Wie soll das gehen? Ist ja auch viel zu hoch gegriffen, die Aber ganze Welt zu ändern. wenn du einzelne Menschen in Gang bringst durch deine Musik, ist das ja schon Teil einer Veränderung, denke ich. Wenn du sie im Guten in Gang bringst. Meinst du, ist das auch wirklich ein Ziel von dir, etwas in den Leuten zu bewegen oder deine Musik eigentlich für dich und dein Umfeld? Also in erster Linie mache ich das schon für mich. Mein Umfeld. Also ich glaube, also es klingt total egoistisch, ist es ja auch irgendwie, weil man hat irgendwie einen Impuls, irgendwas von sich selbst herauszulassen in der Musik oder in der Kunst oder wie auch immer. Und was andere Leute damit anfangen, ist im ersten Moment für viele Musiker, glaube ich, gar nicht so wichtig, also zumindest für mich. Wenn das dann so kommt, dass sich Leute dadurch berühren lassen und ich quasi mit meinen Liedern irgendwas bewege in den Menschen, dann finde ich das super. Aber es ist nie der Ausgangspunkt von, warum ich ein Lied schreibe. Ich zitiere jetzt mal aus der Frankfurter Neuen Presse. Er berichtet von den menschlichen Schiffbrüchen und seelischen Drahtseilakten und Abstürzen, aber Gottlob, er verdichtet, dramatisiert, sonst müsste man sich ernsthaft Sorgen machen. Ist das so? Wie viel erzählerische Überhöhung steckt in deinen Songs und wie viel von dir selbst? Wahrscheinlich halbe halbe oder so. Also steckt schon ganz viel von mir da drin. Aber die ganzen Geschichten sind nicht jetzt so eins zu eins erlebt worden von mir. Sondern da ist auch viel Ausgedachtes dabei. Aber ich meine, man kann schon auf meinen Gemütszustand schließen. Aus den Songs. Dann scheinst du ja ein grüblerischer Mensch zu Ja, sein. bin ich auch oft. Ich las einmal, dass du selbst von dir sagst, dass du seist auch sehr schüchtern und wüsstest eigentlich gar nicht, selbst damit umzugehen, auf einer Bühne zu stehen. Ist das noch immer so? Das ist manchmal noch so, ja. Aber zumindest, also wenn ich auf der Bühne stehe, in dem Moment selbst nicht so unbedingt, aber vorher habe ich schon extremes Lampenfieber und denke mir jedes Mal, dass ich eigentlich damit aufhören sollte mit dem Quatsch. Ich habe auch mal gelesen, dass du dich dahingehend geäußert hast, dass du dir ständig selbst im Weg stehen würdest. Hindert dich das bei deiner Arbeit oder ist das nicht sogar Teil des Prozesses? Denn Menschen, die mit sich selbst im Reinen sind, reflektieren ihr Leben ja auch nicht so. Warte, sag das nochmal. Entschuldigung. Wenn du sagst, du stehst dir selbst im Weg, Ja. ist das vielleicht sogar Teil des Prozesses im Songwriting zum Beispiel oder in der Themenfindung? Oder ist es so, dass sich das hindert? Beides, glaube ich. Aber ich glaube, es hindert mich schon, weil ich viele Sachen nicht aufschreibe, die ich. Oder weil ich nicht so frei schreibe, einfach in dem. Weil ich sehr viel. Naja, sehr unsicher bin in dem, was ich aufschreibe. Und dann viele Sachen, weiß ich nicht, vielleicht verloren gehen, die ich auch hätte schreiben können oder so, aber die ich dann einfach nicht fertig mache. Wie findest du Weil ich deine dann. Themen? Das ist schwierig.
schwer zu sagen, weiß ich nicht. Das sind schon Sachen, die ich selbst erlebt habe oder die ich bei anderen Leuten beobachte. Also die schon aus meinem, die Themen kommen aus dem direkten Umfeld, so aus meiner Gefühlswelt oder aus meinen Ängsten oder aus meiner Realität. Hast du dir auch mal überlegt, auf Englisch zu singen? Ja, aber es ist nicht so geil. Warum? Ich weiß nicht, weil die Texte dann sehr platt werden. Andererseits wünsche ich mir manchmal auch ein bisschen mehr Musik zu machen und dann die Texte, dass die Texte ein bisschen mehr in den Hintergrund rücken könnten, weil man ja nicht immer irgendwie was Schwerwiegendes zu sagen hat, sondern man auch einfach mal singen möchte. Dazu würden sich englische Texte natürlich besser machen, aber damit dann jetzt rauszugehen und eins davon aufzunehmen, das habe ich mich noch nicht getraut. Glaubst du, dass das Leiden oder Grenzerfahrungen Grundvoraussetzungen sind, um bleibende Kunst zu schaffen? Könnte man so sagen, ne? Ich weiß nicht. Ich habe noch keinen komplett zufriedenen Menschen getroffen, sowieso nicht. Und von daher auch keinen komplett zufriedenen Künstler. Also ich glaube, dass die meisten Künstler und Musiker irgendwie einfach ihre Inspiration aus dem Leiden ziehen. Es ist ein bisschen schade, aber es ist irgendwie, es ist halt so.